Herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Buchheitheimer. Ich bin Cesatos und wir spielen heute eine kleine Runde Ghost Hunters Co-op. Da ist ein neues Update gekommen für die Beta-Version. Und zwar haben wir jetzt eine neue Geisterkategorie. Fallen. Aber ich glaube, das heißt ja vor allem, weil das nur Englisch ist. Jedenfalls, sind die ziemlich aggressiv? Also, die mögen es nicht, wenn du denen zu nahe kommst. Oder wenn du sie lange anguckst, werden die auch aggressiv und jagen. Und die haben so eine Besonderheit: im Gegensatz zu den anderen hilft bei denen weder eine Maria noch ein Kruzifix, sondern nur die Instant-Kamera, Salz oder die Neutronengun. Bei Neutrinogun? Neutrinogun heißt sie, glaube ich. Lange nicht gespielt. Ich weiß jetzt nicht natürlich, welchen Geist wir haben, ne? Und die haben hier jetzt extra einen Bereich gemacht für die verfluchten Gegenstände. Das sieht man hier nämlich. Ja, bin ich mal gespannt. Bei diesen komischen Mausflip habe ich nach wie vor in dem Spiel. Der sehr nervig ist. Ich möchte anmerken, das ist der neue Geist. Kannst du sprechen? Oh. Soll das aggressiv sein? Wir machen da erstmal rein, weil ich glaube, ich möchte die Sofortbildkamera mitnehmen. Warte mal, die hatte nur einen. Ne? Oh, was? Man hat zwei direkt? Ach, man hat die hier. Das mal hier hin. Ja, wie gesagt, lange nicht gespielt. Taschenlampe sollte man nämlich auch mitnehmen. Wird das nochmal in die andere Hand? So. Ah, ne, warte mal. Ja, die rennen da oben rum. Willst du mich killen, ne? Oder? Das weiß man bei euch immer so nicht, ne? Mal kann ich ja nicht von dir ein Bild machen. Nein! Ich gerade Glück gehabt. Die macht die Türen zu, die ist richtig zu, die kriegt man nicht mehr auf. Ja, das meine ich. Die war, glaube ich, jetzt böse, dass wir so nah waren. Oh, die ist aber aktiv, ey. Fühlt sich geil mit ihrer Krone auf dem Kopf. Ich habe ja Krone, du nicht. So denkt die. Ja, was ist das? Ist hier in der Küche, ne? Bin ich? Ja, ist in Ordnung, hau mich ruhig. Geht aber oben hier im Raum. Warne dich. Geh.
Und wir machen, glaube ich, aber jetzt mehr Action, wa? Ich glaube, ich möchte mal von mir so eine Sofortbildkamera nehmen. Oder nicht? Filmen Sie über eine. Ah, es stimmt, die Kamera müssen wir. Wir müssen aber erstmal den Raum finden. Aber. Ach. Ne, wir hatten mehr der Licht, die da hin, alles klar. Gut. Sag mal, ich hab da nur die Kamera dabei, oder? Das mit zumindest das schon mal im Haus haben. Ihr macht mir die Türen jetzt hier zu. Nervig. So, nehmen wir die noch mit. Buch. Oh. 9P350. 9P350, also. Motto haben wir noch nicht gekritzelt, auch nicht Geräusche. Ja, sie hat da geantwortet im Haus. Ich möchte noch mal ein bisschen mehr testen. Noch mit. Das hier. Gekritzler. Die hat gekritzelt an der Wand. Aber wo ist hier kein Raum? Die hat hier über Licht angemacht. Verschwendung hier. Wieder hier. Die denn hier einen Raum? Die überhaupt einen Raum? Oder? Du siehst mich so. Hier ist im Jagdmodus. Ja. Das ist sehr weird. Der ist. Ah, ich Trottel, guck mal hier. Sie hat ein kleines Pentagrammchen auf dem Boden. So, das legen wir auch mal hier rein. Sag etwas. War das nein? Oder was ist los? Sprich mit mir. Ah, ich nehme nochmal eine neue mit. So, bitte ausmachen. Brauchen wir das?
Ja. Dazu muss aber, glaube ich, jagen. Ah, Kruzifix bringt uns ja nichts, oder? Könnten dann erstmal die Sache noch suchen. Das Problem ist, kann halt nicht so viel nehmen, weil wir auch das Wortbild brauchen. Das hat man. Kann ich das Ding hier schon mal mitnehmen? Das hier. Perfekt. So blöd aus dem Bus rauszugehen. Jo, kannst du reden? Die ist aber auch aktiv. Ich guck die auch nicht an. Okay, die ist nicht komplett abwehrbar. Fünf Aufladungen hat das Ding, ne? Zwei haben wir schon verdonnert. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht, ne? Ich jetzt nicht weiß, wie viel Aufladungen das hat, sind wir im Eimer. Ach so. Hier muss man die Sachen eintragen. Und zwar Temperatur negativ. Im Raum waren bloß gerade. Da weiß ich halt nicht. Gekritzel. Oberflächenzeichnung. Geräusche. Immer Mord. Müssen jetzt noch mit den EMF mal ein bisschen gucken. Aber das ist ja kein Problem. Sag etwas. Die. Ist ja so aktiv. Soll ich denn da in Ruhe die Sachen suchen? Ach, warte mal, wir brauchen nur den Wert mit dem anderen Teil, ne? Hab ich denn das hingeschmissen? Nee. Der Mel. Okay. Ob ich den schon mit rein genommen? Da hat man den jetzt nicht mehr standardmäßig. Nee. Habe ich nicht mit reingenommen. Junge, die mag's ja wirklich nicht, wenn man uns anguckt. Das heißt, ich muss mir jetzt selber einen holen und ich hab keinen. Was? Hier? Okay, wir haben aber unsere Trage geredet. Warte mal. Das hatten wir mal vorher auch nicht. Irgendwie bin ich verwirrt. Sind das jetzt Sachen, die von mir, die ich gekauft habe, dass die schon mit dir hingelegt werden? Ich denke mal ja. Sonst hat er das geändert. Ich nehme eine neue mit. Brauche ja nur noch, ob die MF5 hat oder nur 3. Obwohl. Nee, ich nehme lieber mit. Ja, so hier.
die hat 5. Ja, hat 5. Okay, kann man eintragen, dann müssen wir eigentlich alles haben, ne? So. Wir brauchen Neutrino-Gewehr. Sofortbild haben wir schon gemacht. Zünden Sie Räucherstäbchen in den Raum an. Die Heimsuchung ausgeht und warten Sie, bis abgebrannt ist. Der Raum mit viele Geisterkugeln. Ja, ja, das wissen wir. Vernichten Sie das Pentagramm. Präzisieren Sie den bla bla bla. Ja, das Buch. Perfekt. Ich tue gern. Tut mir leid, ich gehe jetzt einzeln. Ich wollte mich schon ein paar Mal wegknuspern. Putz hat's gemacht. Obwohl, es dauert ja eine Zeit, bis er einen grabbelt, ne? Weil vorhin hatte ich ja an der Tür auch Glück. Und dann brauchen wir dich. Dürfte bei der aber nicht schwer sein. Ja, wo bist du? Kannst du herkommen? Okay, jetzt wird sie mich definitiv nicht mehr leiden können. Dann blocken wir mal. Wir haben Neutrino-Gewehr positiv, Sofortbild positiv, Räucherstäbchen positiv. Pentagramm müssen wir wegmachen und das Buch noch. Das heißt, wir brauchen das Weihwasser und wir brauchen das Buch. Problem. Leute, kleines Problem. Ich muss mich die Taschen noch hier lassen. Ich lasse nicht meinen Schutz hier. Okay, weiter. Wir machen erst, wir machen das Kreuz weg und holen trotzdem, weil ich muss ja da gucken können. So, das hat man. Dann Nummer uno. Wir könnten natürlich auch die große Lampe oder könnten uns eine Lampe da hinstellen. Ach nee, warte mal, wird das so von mir das Buch ist? Ist es nicht, weil das hat eine Beleuchtung. Ach, ja, toll, den Mel hat man leider nicht. Fuck. Ich muss mir unbedingt mal den Mel kaufen. Aber dass man den nicht mehr hat. Muss ich beim nächsten Start mal gucken. So. Okay. So, jetzt nur noch das Buch. Na, weißt du was? Ich nehme die normale Taschenlampe und gut ist jetzt. Geht das überhaupt? Nee, bringt halt einen Scheißdreck. Okay. Ich gehe die Lampe da drinnen. Den habe ich. Jawohl. Ja, geht. Du, der du diesen Ort heimsuchst. Im Namen des Herrn befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkamst. Möge deine Seele zur Erde zurückkehren. Möge dein Körper wieder zu Staub werden. So sei der Wille des Herrn. So sei der Wille des Herrn. Hab ich mich sogar verlesen, ne? Ach, schön. Also den Geist finde ich an sich... Oh mein Gott, jetzt habe ich Sprachfehler, Alter. Es tut mir leid. Der Geist ist weg und die Lampe spinnt noch rum, okay. Den Geist finde ich echt gut. Feindy ist ziemlich aktiv im Haus. Die lässt hier keine Ruhe. Allerdings habe ich Trottel eine Sache vergessen. Ich habe die verfluchten Objekte nicht mitgenommen. Okay. Gut, kann ich nicht ändern. Müssen wir mitleben. Immerhin haben sie exorziert und wir sind nicht gestorben. Zweimal fast. Einmal, weil ich Trottel mich verlesen hatte, weil die Alte auf einmal vor mir stand. Und einmal am Anfang, weil sie mir die Tür zugemacht hat. Und ich gerade in dem Moment überfordert war. Gut, dann gucken wir mal, was wir kriegen.
Ja, das haben sie auch schon noch gemacht. Okay. Ja, mit dem Mail muss ich nochmal gucken. Da war alles korrekt. Jawohl. Und trotzdem. Da habe ich jetzt die Sachen nicht mitgenommen. Schade, ärgere ich mich ein bisschen. Aber trotzdem hat man eigentlich alles schön abgestaubt. Gut, ich hoffe, diese kleine, aber feine Folge hat euch gefallen. Bewertung, Kommentare würden uns drüber freuen. Wir hören uns im nächsten Projekt oder Part wieder. Bis dann und ciao.